Das Märchen von den drei Brüdern. Es waren einmal drei Brüder, die wanderten auf einer einsamen, gewundenen Straße in der Abenddämmerung dahin. Nach einiger Zeit kamen die drei Brüder zu einem Fluss, der war so tief, dass sie nicht hindurch waten konnten und so gefährlich, dass sie nicht ans andere Ufer schwimmen konnten. Doch die Brüder waren der magischen Künste kundig und so schwangen sie einfach ihre Zauberstäbe und ließen eine Brücke über dem tückischen Wasser erscheinen. Da trat ihnen der Tod in den Weg. Er gestattete jedem der drei Brüder einen Wunsch. So verlangte denn der älteste Bruder einen Zauberstab, der seinem Besitzer in jedem Duell zum Sieg verhelfen würde. Also ging der Tod zu einem Elderbaum, formte einen Zauberstab aus einem Zweig und schenkte ihn dem ältesten Bruder. Der zweite Bruder verlangte nach der Macht, andere aus dem Tod zurückzurufen. Also nahm der Tod einen Stein vom Flussufer und schenkte ihn dem zweiten Bruder. Der jüngste Bruder traute dem Tod nicht. Er bat um etwas, das ihm ermöglichte, dem Tod aus dem Weg zu gehen. Und der Tod übergab ihm höchst widerwillig seinen eigenen Umhang, der unsichtbar machte. Die Brüder setzten ihre Reise fort und sprachen voller Staunen über das Abenteuer, das sie erlebt hatten, und bewunderten die Geschenke des Todes. Bald darauf trennten sich die Brüder und ein jeder ging seines Weges. Der erste Bruder war über eine Woche auf Wanderschaft, als er in ein fernes Dorf gelangte. Dort suchte er sich einen anderen Zauberer, mit dem er einen Streit begann. Natürlich konnte er mit dem Elderstab als Waffe in dem Duell, das darauf folgte, nur gewinnen. Der älteste Bruder ließ seinen Gegner tot auf der Erde liegen und begab sich in ein Wirtshaus. Dort prahlte er lautstark mit dem mächtigen Zauberstab, den er dem Tod selbst entrissen habe und der ihn unbesiegbar machte. Noch in derselben Nacht schlich sich ein anderer Zauberer an den ältesten Bruder heran, der trunken vom Wein auf seinem Bett lag. Der Dieb nahm den Zauberstab und schnitt dem ältesten Bruder obendrein die Kehle durch. Und so machte der Tod sich den ersten Bruder zu eigen. Unterdessen wanderte der zweite Bruder nach Hause, wo er allein lebte, seit das Mädchen, das er einst hatte heiraten wollen, vorzeitig gestorben war. Hier nahm er den Stein hervor, der die Macht hatte, die Toten zurückzurufen, und drehte ihn dreimal in der Hand. Zu seiner Verwunderung und Freude erschien vor ihm sogleich die Gestalt jenes Mädchens. Doch sie war stumm und kühl, wie durch einen Schleier von ihm getrennt, da sie in Wahrheit nicht mehr in die Welt der Sterblichen gehörte. Schließlich wurde der zweite Bruder wahnsinnig vor unerfüllbarer Sehnsucht und tötete sich, um wirklich bei ihr zu sein. Und so machte der Tod sich dem zweiten Bruder zu eigen. Doch obwohl der Tod viele Jahre lang nach dem dritten Bruder suchte, konnte er ihn niemals finden, da er dem Tod mit Hilfe des Umhangs stets erfolgreich aus dem Weg gegangen war und ein ruhiges Leben geführt hatte. Erst als der jüngste Bruder ein hohes Alter erreicht hatte, übergab er schließlich seinem Sohn den Umhang. Er verabschiedete sich von seiner Familie und hieß dann den Tod als alten Freund willkommen und ging freudig mit ihm. Ebenbürtig verließen sie dieses Leben.